Mr. Mike. Yo, hier ist der Mike. Heute mit Marvin am Start und heute mal wieder wollen wir schauen, wie mein Fortschritt ist beim Danken, beim Hochspringen. Ich habe nicht wirklich was getan, aber ich fühle mich auch nicht so unfit, daher schauen wir mal. Ich glaube, der Marvin hat in mich mehr vertraut als ich in mich selber. Ja, also auch so ein Ding. So, ja, Marvin, was also, machen wir? Heute schauen wir mal. Heute haben wir mal so einen speziellen Ball, den man perfekt nehmen kann. Das ist so ein Schaumstoffball, den kann man wirklich super greifen und ich glaube, mit dem schafft es der Mike heute. Wir schauen heute, dass der Mike einen zweibeinigen Absprung auf jeden Fall versucht, aber ich möchte auch mal einen einbeinigen Versuch sehen, okay? Weil ich glaube, letztes Mal hast du mich nur ohne Ball einbeinig versucht, ohne Danken zu versuchen. Deswegen heute mal beides, okay? Und ich zeige mal, wie das Ganze ausschauen soll bei ihm. Der Mike macht es natürlich von der anderen Seite, weil er nämlich ein Left-Right-Jumper ist. Und mir ist andersrum. Ich springe mit dem linken Bein ab, somit habe ich den Drop-Step auf rechts, links, okay? Also bei mir schaut es dann so aus. Startet ungefähr an der Ecke von der Freiwurflinie und dann halt den natürlichen Anlauf und dann schauen, dass der Ball oben reingeht, gell? Okay, also für alle, die rechts-links springen, von der rechten Seite und der Mike, der macht das Ganze dann von links. Bevor er das macht, macht er noch schnell eine Übung. Da fühlt mich dich jetzt, oder? Mhm. Ich darf nur schauen, dass die Kugel hier. Genau. Ball kannst du schon mal. Leg ihn mal weg. Und jetzt halt, schwing mal das Bein, das rechte, aber impulsiv, also richtig schwingen. Und mit dem anderen Bein so richtig mitgehen. Genau, richtig nach oben schwingen. Genau, aber bleib auf einem Bein erstmal. Stehen bleiben. Genau. Und ruhig ein bisschen mitgehen, genau. Bisschen mehr explosiver, nach oben, nach hinten auch. Dass du schön warm wirst in dem Bereich. So eine Übung mache ich zum Beispiel nie. Ja, das ist definitiv eine super Sache vor dem Springen. Eigentlich ist es schon selbst erklären, wenn du es merkst, wenn du es machst, geht es so, wow, das mobilisiert voll. Ja. Genau, genau. Und jetzt noch seitlich. Nein, seitlich, also vor dem Körper. Genau. Da musst du mich, aber, nein, nicht so, sondern wirklich schwingen, wie so ein Pendel. Ach so, das ist mit dem. Genau. Und, Achse halt, weiß ich, und da sieht man eben, dass der Mike ganz wenig Stabilität hat bei solchen Übungen. Merkst du sofort, ja. Wow. Koordination fehlt ihm auch. Und das sind auch so zwei Schlüsselsachen, die für Springen ganz wichtig sind. Ich bin zu selten auf meiner Matte drauf, ich merke schon. Ja, das vernachlässigt der Mike ein bisschen. Ja. Aber gut. Okay, ich würde sagen, du nimmst einfach mal einen Ball jetzt. Jetzt möchte ich erstmal von dir. Machen wir sonst kein Warm-up mehr, diese Einzigspringen? Nein, wir haben ja gerade One-on-One gespielt. Okay. Und deswegen machen wir jetzt gar nicht mehr. Wir wollen, dass es seine Energie auf jeden Fall noch hat für die Versuche. Deswegen erstmal machen wir erstmal einen Einbeinigen. Ich habe Kopf schon merklich im Anlauf mit einem Bein und so, das ist nicht mein Ding. Auch wenn ich einen Korbleger machen würde, ich würde immer vorher irgendwie mit beiden Beinen abspringen. Ja, okay, aber ja, versuch mal. Denk jetzt dran, der letzte Schritt, der muss der explosivste sein. Ja. Und vor allem, die Arme müssen richtig kraftvoll mitspielen. Okay. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Der war sogar drin. Okay, ich würde sagen, du machst noch einen Versuch. Der war drin, aber wir lassen es nicht als Dunking zählen. Wieso? Ah, nee, das zählt noch nicht. Wieso? Weil er ist mit Brett rein. Ja, ich sag, und alle Baller. Ja, ist mit Brett rein. Mit Brett. Ah, dann erzähl mir das. Das habe ich nicht gesehen. Na, lass mich bitte mit zwei. Okay, ja, gut, wenn du die Kraft dir sparen möchtest, dann machen wir es so. Wo würde ich jetzt anlaufen? So? Ja. So? Ungefähr von da, genau. Du schaust halt. Ah, warte, hat sich nicht stecken. Vielleicht ein bisschen früher abspringen. Früher? Wie meinst du, früher von weit weg? Genau. Ein Ticken vielleicht. Nee, jetzt kommt er mit einem Bein schon höher. Ja, versuch's mal ein bisschen seitlicher noch. Wie ist von da? Ungefähr von da, ja. Aber warte noch kurz, du brauchst mal ein bisschen Pause. Das Schöne ist bei mir, ich muss es immer und immer wieder sagen, wenn ich mich wiederhole, wenn du zu lange Rückenschmerzen hattest und du hast auf einmal keine mehr, gell? Mhm. Wow, ich schwör's dir, das ist 39 Tage, nice. Okay, pass auf. Das ist auch für Kopfsache gedacht, du. Die innere Energie, die fehlt mir. Ich habe kein inneres Feuer fehlt. Jetzt warte noch ganz kurz. Sammel deine Energie.
der nächste Versuch, der wird der beste, sage ich. Und man muss auch sagen, es war jetzt 2 Wochen Pause, keine Jump-Übungen. Ja, ja, aber keine Jump-Übungen, oder? Eben. Und jetzt greifen wir es wieder an. Okay, auf geht's, komm. Ich springe so hoch, wie es geht. Also. Ah, der war aber schon, gell? Ja, er war wirklich, also ich sag mal, da haben jetzt Zentimeter gefehlt, auch, dass der über den Ring gedrückt wird. Ja, ich sag's auch. Ich hätte gar nicht gedacht, den könnten wir eigentlich stopfen, ja. Den könnten wir eigentlich stopfen, ja. Motivation reden nochmal. Ja, Mike, also ich glaube an dich. Du wirst es schaffen, auch mit 39 und der Nächste ist drin. Also da muss man wirklich sagen. Weißt du, was du jetzt machst? Machen wir mal von der Seite. Komm. Okay. Also quasi rechts, links, oder wie? Okay. Das ist echt so eine Kopfsache, Alter, dieses Innere. Da kannst du so viel mehr rausholen, gell? Das ist nicht da. Das ist dieses Feuer, ist nicht da. Man muss sich fokussieren. Man muss einfach sagen, hey, ich will das jetzt einfach mal schaffen. Das ist aber nicht so schlecht, wirklich. Also die Technik, auch die Höhe ist wirklich da. Natürlich, ein bisschen was fehlt, aber es ist ja auch nicht so eine natürliche Bewegung. Wie muss ich meine natürliche Bewegung? Naja, du sagst ja immer, du springst ja links-rechts. Das wäre mir wurscht. Und jetzt springst du ja rechts-links. Ich habe eigentlich von jeder Seite gleich gutes Gefühl, außer mit einem Bein. Ein Bein mache ich nicht. Das war aber, glaube ich, der beste Versuch sogar. Der jetzt? Ja? Hier. Nein, der Einbeinige. Ja, das ist vom Gefühl her, vom Kopf her. Warte einmal noch. Hey, aber warte, pass auf. Du musst wirklich schauen, dass du auf den letzten Schritt tatsächlich ganz explosiv wegspringst. Ich weiß es ja schon. Und den Arm, aber wird auch richtig nach oben reißen, okay? Stopf ihn rein, jetzt. Weißt du, was das für ein Highlight wäre jetzt? Das wäre mein persönliches Highlight. Das wäre für alle ein Highlight. So, der Mr. Mike, jetzt nochmal. Einbeiniger Absprung. Jetzt nochmal alles beachten. Und der ist drin. Ja, aber die Höhe war da, wirklich. Also das, die Höhe war auf jeden Fall da. Ich glaube echt eine Woche ein bisschen nur Schwung gehabt, dann würde ich den Satz schauen. So knapp, jetzt warte, mach nochmal kurz Pause, einen machst du noch. Mit einem Bein. Einen letzten mit einem Bein, okay? Und wenn du noch beidbeinig willst, okay, aber locker dich nochmal aus so. Genau, schön, dass der Rücken auch heil bleibt. So, jetzt warte auf. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt mehr rausholen kann. Ich wüsste es nicht. Geh ruhig noch ein bisschen seitlich, ja? Noch weiter runter. Ich gehe einmal noch rein. Genau. Und von der, ungefähr von dort jetzt. Geh einen Schritt nach vorne. Und da startest du jetzt. Na, ein bisschen zurück. So, jetzt pass auf. Also jetzt sage ich euch, jetzt kommt der beste Versuch für heute. Es ist so nervig. Das ist auch eben das Tückische an der Sache, weil der Ball natürlich, wenn du auf den Ring drückst, der gibt er so nach und dann bleibt er hängen. Also der war wirklich knapp, der Versuch. Und für alle, die auch das Ganze nachmachen wollen, ein bisschen Sprungkraft trainieren und Danken versuchen wollen, die sollen wissen, ein Versuch, ein maximaler Versuch und 1 Minute Pause ungefähr, sagt man. Damit der Körper sich wieder auf diese maximale Belastung einstellen kann. Okay, Mike will was probieren. Schauen wir mal. Okay. Komm, einbeinig noch. Ich habe mit den Einbeinen kein Vertrauen. Ja, aber das ist so, sag ich mal, ich glaube, für die meisten, die kommen am Anfang mit einem Bein höher. So. So. So knapp. Wirklich. Also da fehlt eigentlich nichts. Wir probieren es nächste Woche nochmal. Geht schon. Auf jeden Fall. So, Marvin auschecken. Mich auschecken, alle auschecken. Seid gespannt, Feedback geben, eure Meinung. Schaffe ich es noch? Kommentar da lassen, vor allem erstmal mit dem Ball natürlich, gell? Aber ich glaube, wir steigern uns. Ja. Weißt du, mit was man uns gerade angefangen hat? Ja, mit was? Mit dem Tennisball. Achso? Ja. Das ist mehr als ein Tennisball. Ja. Ja. Eben, schau. Der Typ ist 1,98, gell? Und wann hat er das gemacht? 8 Jahre.
5. Ja, das ist das. Danke für die Motivation. Feedback geben, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mr. Mike und der Marvin. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, 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 Mike.